Video. Die Kapseln sind im Moment schön im Angebot. Da dachte ich mir, ja komm, kaufst du mal ein paar Kapseln. Ich werde insgesamt 120 Stück aufmachen. In einem Video werde ich 20 Stück machen, das heißt, wir werden noch 6 Videos aufteilen, weil damit die nicht zu lange sind. Ich werde von jedem von den drei verschiedenen jeweils 40 Stück aufmachen und hoffen, dass wir einen goldenen bekommen. Ja, die besten Kapseln finde ich persönlich ist die Challengers-Kapsel, weil hier einfach am meisten Teams drin sind, die ich cool finde. Aber natürlich bei Contenders, natürlich Tai Lu, wollen wir natürlich Gold haben, weil die zwei teuersten sind. Und hier unten natürlich Navi. Das Abstand die teuersten Stickers sind im Moment. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mal mit denen an, die jetzt nicht so spannend sind, finde ich. Natürlich FaZe Clan oder Virtus Pro in Gold wäre natürlich geil. Was auch noch cool aussieht, finde ich, ist der Boom-Sticker. Auch wenn mir das Team absolut gar nichts sagt. Aber ja, ist ein Wolf. Ich bin ein großer Fan von Wölfen. Und ja, komm. Fangen wir einfach mal an mit den 20 Kapseln und direkt gebaitet mit dem Virtus Pro. Wie Team Virtus Pro Foils. Also gucken, gab es nicht irgendwo eine Suche? Warte mal. Gab es nicht irgend sowas? Na egal. Müssen wir gucken, dass hoffentlich, dass ich bei den gleichen Stickern bleibe. Ja, ich spiele eigentlich kein CS mehr im Moment. Hat es mal kurz wieder angefangen. Aber der Reiz ist nicht lang geblieben. Renegades Holo. Ist leider alles nichts wert. Ab Foil können wir uns mal drüber unterhalten, nach dem Preis zu gucken. Boomsticker finde ich ganz nice. In normal ist ein schöner brauner Wolf. In Foil hätte ich ihn auch gerne mal. Holo und Foil. Foil sieht er, glaube ich, cool aus, wenn man den auf einer Waffe spielt. So auf einer schönen, dunkleren Waffe. Könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Goldbait Nummer 1. Goldener Bait. Ich habe schon mal ein paar Kapseln geöffnet, wo die noch für 85 Cent da waren. Um die 100 Stück, sag ich mal. Natürlich immer wieder verkauft. Hab einen goldenen bekommen. Und zwar war das North Gold. Hab den dann 40 verkauft und mir dann weitere Sticker-Kapseln geholt, aber die nicht wieder aufgemacht. Hätte ich natürlich warten müssen, weil es ist ja immer so, dass die ganzen Kapseln zum Ende hin um 75% billiger werden. Dadurch, dass ich die letzten 2 Jahre kaum CS gespielt habe, habe ich das natürlich verpeilt und habe mir für knapp 60 Euro die Kapseln gekauft für 85 Cent, weil ich die eigentlich sammeln wollte, war Face Gold und warten wollte, bis die steigen. Genauso wie ich das mit Waffenkisten mache, aber ja, da die jetzt um 50% billiger sind, kann ich jetzt noch mal länger warten, bis ich den eigentlichen Preis habe. Ich habe, glaube ich, 120 Stück gekauft für 85 Cent. Oh, wird das Pro Gold. Ah, den hätte ich gerne gehabt. Aber das nicht der wertvollste Sticker ist. Wir haben jetzt noch 10 Stück. Komm. Zweimal wurden wir bei Gold gebaitet. Oh, nochmal zweimal Gold gesehen. Oh, Foil. Ah, den Buben Foil, den hätte ich mal gern gesehen. Komm. Es gibt mir einen goldenen. Ich nehme egal welchen. Also die ganzen Sticker, die ich jetzt ziehe, die werde ich auch behalten, weil die jetzt verkaufen, lohnt sich nicht, die sind alle auf 6 Cent runtergegangen. Ich habe mir extra noch einen Storage Container gekauft. Nix. Wo jetzt schon 450 Items drin sind. Meistens sind Sticker-Kapseln, aber ein paar Furia-Sticker, ein paar Navi-Sticker habe ich auch. Und ja, alle Sticker, die ich jetzt ziehe, werden
Ah, noch voll. Ernsthaft jetzt rechts und links nur Foil. Sieht ja auch cool aus. Sieht so wie so ein drachenartiges Vieh und dann Türkis ist ja eh so mein Lieblingsfarbe, so dieses hellere oder das Cyanblau eher. Es wäre sehr schön gewesen, nur Foil zu kriegen. Wäre bestimmt nur 2-3 Euro wert, schätze ich mal. Aber besser als nichts. Wir haben jetzt noch 5 Kapseln. Komm. Ich bin auch gespannt. Ja. Boom Holo. Ich finde die Holo finde ich eigentlich am hässlichsten, wenn ich ehrlich bin. Weil ich mag dieses Glitzer-Pattern nicht so unbedingt. Manche Teams sieht das cool aus. Aber da finde ich eigentlich schon eher die normalen oder die Foils und die Gold natürlich am besten. Holo ist immer so nicht so mein Fall. Komm, gib uns den goldenen. Weiter geht's. Ich werde aber am Ende des Videos mal gucken, mal zusammenzählen, wie viele Holos und so weiter wir bekommen haben. Ach, schon wieder North Foil gebaitet, Mann. Also letztes Jahr hatte ich sehr viel Glück mit den Sticker-Kapseln. Habe ich sehr viele goldene gezogen. Aber dieses Jahr ist das Bait, ja. Wir haben ja nochmal Renegade-Solo. So, letzte Sticker-Kapsel für dieses Video. Dann zählen wir kurz die ganzen Holos zusammen. Okay, immerhin nochmal. Ist das der erste Talus, den wir gezogen haben? Ne, wir haben zwei Talus. Talus ist ja auch mal relativ viel wert, deswegen ist mal ganz gut. Also, wir haben vier Holos bekommen: zweimal Renegades, einmal Genji, einmal Boom. Haben zweimal Face bekommen, fünfmal Virtus Pro. Ich hätte mir gerne Virtus Pro Holo gewünscht, das sah auch noch, fand ich am besten aus davon. Also, fürs erste Video haben wir vier Holos bekommen. Und ja, von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Couple Opening. Ciao, ciao.